Direktorin der Kunsthochschule Weißensee. Sie ist Gründungsmitglied der Initiative Stadt Neudenken. Und sie hat sich spontan, als sie von unserem Treffen wusste, spontan gesagt, da komme ich hin, da rede ich ein bisschen und ich übergebe ihr mal das Mikrofon. Also das ist die Rektorin Leonie Baumann aus Weißensee. Wenn der Enrico mich jetzt hört, dann sagen wir einfach mal aus dem Dorf Weißensee. Dankeschön. Liebe Besetzerin, liebe Besetzer, liebe Gäste, vor allen Dingen aber auch liebe Unterstützer in den ganzen Tagen. Die 100 Tage sind ja immer ein besonderer Anlass in der Politik oder auch in Führungsetagen danach zu fragen, was eigentlich passiert ist. Waren das gute 100 Tage, waren das schlechte 100 Tage, haben wir uns bewährt? Ich denke, Sie haben so viel geleistet, dass Sie sogar in den 100 Tagen über sich hinausgewachsen sind. Sie haben das ja selber angedeutet, mit 8 Tagen gerechnet, 100 Tage sind es geworden. Hoffentlich werden noch Tausende folgen, wenn ich das mal so sagen darf, mit vielen, vielen Menschen. Ich glaube, dass das, was Sie hier tun, exemplarisch absolut wichtig ist. Insofern, als ich sowieso finde, dass die Politik und auch die Stadt ein neues Verhältnis zu Besetzung entwickeln sollte. Vielleicht wissen Sie ja, dass die Kunsthochschule selber besetzt worden ist. Und zwar kam ein Metallbildhauer, Otto Sticht, aus dem Krieg und hat die Fabrik, Trumpffabrik, Schokoladenfabrik in Weißensee, besetzt, weil er nämlich sagte, wir brauchen jetzt Kunst nach den ganzen Kriegen und wir brauchen keine Schokolade. Ich bin ganz stolz, dass ich seit 1,5 Jahren dort Rektorin bin und Kunst fördern kann und nicht unbedingt nur Schokolade essen muss. Also, die Kunsthochschule würde es gar nicht geben, wenn es diese erste Besetzung nicht gegeben hätte. Kreuzberg, so wie wir es jetzt lieben, würde es gar nicht geben, wenn nicht die Besetzer in den frühen 80er Jahren dieser Radierung von alten Bauten Einhalt geboten hätten. Da hätten wir jetzt statt der netten Oranienstraße, die alle so toll finden, eine Autobahn. Also insofern, auch die jüngere Zeit ist ja voll mit Besetzungsgeschichten. Ich will das jetzt gar nicht im Detail erwähnen, aber Ihre Besetzung gehört da ausdrücklich und ganz hervorragend und qualitätvoll dazu, dass man sagen muss, solche Steine müssen gelegt werden, damit der Bagger nicht kommt und alles abgerissen wird. Also dafür herzlichen Glückwunsch, vielen, vielen Dank. Ich möchte an der Stelle übrigens auch korrigieren, was da hinten steht. Der Erhalt der Begegnungsstätte Stille Straße 10 ist für uns Senioren lebenswichtig. Das mag ja sein, aber es ist für die Gesellschaft lebenswichtig. Ich finde, dass solche Orte mehr denn je geschützt werden müssen. Wir kennen alle, Sie haben es erwähnt, ich bin in der Initiative Stadtneudenken aktiv. Wir kennen alle diese Entwicklungen in den Innenstädten, die Mieten steigen. Sie alle wissen, nicht erst seit der regierende Bürgermeister daraus sozusagen einen Running Gag gemacht hat, dass diese Stadt arm ist. Und das, was im Moment überall gesellschaftlich passiert, hat einen großen Verdrängungsprozess zur Folge. Das heißt, alle diejenigen, die kein Geld haben, die Mieten nicht mehr zahlen können, werden in die Ränder der Stadt verdrängt und damit geht eine große Homogenisierung einher. Also diejenigen, die sich das dann noch leisten können, die können dann in den Prenzlauer Berg ziehen und zu den Hackeschen Höfen. Ich kenne kaum noch alte Bewohnerinnen und Bewohner in den Hackeschen Höfen, Auguststraße und so weiter, die es da aushalten konnten. Die Mieten sind so hoch geworden. Der ganze Umbruch, der da stattgefunden hat, ist schlecht, ist für eine Gesellschaft nicht gut. Vor vielen Jahren war es schon so, dass in Mitte mehr Restaurantplätze existierten als Bewohner. Das ist doch keine gute gesellschaftliche Situation. Das heißt, das, was wir brauchen, ist eine Mischung von Kultur, von Leben, von Alten, von Jungen und so weiter. Und da muss auch wieder ein neuer Solidaritätsgedanke her. Alt gegen Jung ist falsch, Kultur gegen Kommerz ist falsch. Diese ganzen Auseinanderdividierungen sind meines Erachtens der größte Fehler unserer gegenwärtigen Politik.
Da haben Sie, finde ich, ein gutes Zeichen gesetzt, eine junge Politik, eine junge Bewegung und eine junge Idee entwickelt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, dass das Beispiel wirklich auch Schule macht im wahrsten Sinne des Wortes. Was soll man an solchen Stellen noch groß sagen? Wir wissen nicht, wie es weitergeht, leider. Ich drücke Ihnen alle Daumen. Herzlichen Glückwunsch zu dem, was Sie bis jetzt gemacht haben. Und wir alle wissen ja, wer nicht anfängt zu kämpfen, der hat schon verloren, aber wer kämpft, kann schließlich gewinnen. Und insofern ein bisschen umgewandelt, hoffe ich, dass Sie gewinnen werden und wünsche Ihnen alles Gute, wünsche Ihnen noch viele, viele tausend Unterstützer mehr und gehe davon aus, dass das irgendwo ein gutes Ende hat, wenn nicht konkret hier, aber doch bei Ihnen allen in den Köpfen und bei allen Unterstützern in dem Moment, wo Sie etwas getan haben, was Sie vielleicht in Ihrem ganzen Leben noch nicht getan haben. Und das ist gut so. Herzlichen Glückwunsch.